Seit 2008 ist das Harz-Weser-Land Ile-Region, das heißt eine Region mit einem integrierten ländlichen Entwicklungskonzept. Hintergrund dafür war das Ziel der EU, wirtschaftliche und soziale Unterschiede zwischen den Regionen zu verringern. Im Landkreis Northeim gab es 2007 zunächst 3 Teilregionen, für die jeweils ein Konzept erarbeitet wurde. Eine der Aufgaben des Regionalmanagements war die Zusammenführung dieser 3 Teilregionen zu einer Ile-Region, dem Harz-Weser-Land. In den vergangenen 6 Jahren ist es gelungen, gemeinsam Projekte mit einem Gesamtvolumen von mehr als 9 Millionen Euro in Gang zu setzen. Über den finanziellen Nutzen hinaus wurden damit wichtige Impulse für die Städte und Gemeinden im Landkreis Northeim gegeben. Und das ist dann auch eigentlich das Merkmal für mich einer positiven Entwicklung im Landkreis, dass neben den Fördermitteln, die geflossen sind, vor allen Dingen das Engagement der Leute, der Einsatz für ihre Projekte und auch das Durchhaltevermögen entscheidend war, diese Projekte umsetzen zu können. Und das ist für mich der Ausgangspunkt, also der Endpunkt der letzten Förderphase und eigentlich der Ausgangspunkt für die nächste Phase, an der Stelle weiterzumachen, gemeinsam. Annähernd 50 Ile-Projekte konnten aus den Bereichen Tourismus, Kultur, Natur, Energie sowie Ortsentwicklung umgesetzt werden. Exemplarisch werden einige davon vorgestellt. Ein Projekt mit überregionaler Strahlkraft ist beispielsweise die Römerschlacht am Harzhorn, welches für den Landkreis viele touristische Potenziale eröffnet. Der Archäologie ist es hier am Harzhorn gelungen, ein antikes Gefechtsfeld aus dem 3. Jahrhundert, also nachchristlichen Jahrhundert, zu fassen, das in den historischen Überlieferungen eigentlich ja nur schemenhaft Erwähnung findet. Das, was ich hier in der Hand habe, ist eine sogenannte Hipposandale, ein römischer Hufschutz. An dieser Hipposandale habe ich damals erkannt, das ist römisches Fundmaterial und das ist der Initialfund gewesen für die Entdeckung des eigentlichen Schlachtfeldes Harzhorn. Wir können hier eine hervorragende Funderhaltung nachweisen, sodass das Schlachtfeld am Harzhorn zurzeit als das am besten erhaltene Schlachtfeld der Antike gilt. Anhand von Informationsstelen, Fundmarkierung und unserer Harzhorn-App kann man das historische Kampfgeschehen hier vor Ort nachvollziehen. Wir befinden uns hier in einem Bereich des Rumeleine-Erlebnispfades, der sich dadurch auszeichnet, sehr naturnah sich zu präsentieren. Die Verbindung zwischen Radfahren und Wasser ist hier sehr einschlägig. Und ich denke, wer hier einmal gefahren ist, der kann das ohne Frage nachvollziehen. Besonders hervorzuheben ist vielleicht noch, dass es sich hier um ein Kooperationsprojekt handelt, das über 3 Landkreise und über 3 Kommunen praktisch von der Quelle der Rume bis zur Mündung letztendlich hier gestaltet ist. Wir wollen das Ganze noch anreichern um Bildungsaspekte, Informationsaspekte, sodass auch durch die neuen Medien, heutzutage hat halt jeder das Handy in der Tasche, auch durch Ausweisung mit QR-Codes entsprechende Informationen auch für die neuen Medien nutzbar hier gestaltet, ausgebracht werden. Wir sind hier im Töpfer- und Kunsthandwerkerdorf Redelsloh, einem alten, traditionellen Töpferort, in dem seit 800 Jahren mit dem Materialton gearbeitet wird. Der Geschichts- und Heimatverein hat 2005 dieses Haus aus einer Stiftung bekommen und daraus ist dann die Idee entstanden, ein Ausstellungshaus über die Töpfereigeschichte und Redelsloh einzurichten, in dem die Besucher von Redelsloh dargestellt kriegen, was hier eigentlich in den letzten Jahrhunderten passiert ist. Und wir zeigen eben das Leben, das schwere Leben der Töpfer mit dem Auf und Ab in den Jahrhunderten und eigentlich auch, was Keramik und der Werkstoff Ton den Menschen heute umgibt. Eben von der Kaffeekanne bis zum Katalysator, von dem mittelalterlichen Kochtopf, des Kugeltopfes bis hin zum Space Shuttle und den Hitzeschildern, damit er wieder in die Atmosphäre eintauchen kann. Eigentlich alles, was Keramik ausmacht, aber immer wieder am Faden von Redelsloh und den Produkten, die die Menschen hier hergestellt haben. Wir befinden uns ja hier am Jakobs-Pilgerweg, der von Skandinavien über Lübeck, Göttingen, letztendlich in Santiago de Compostela endet. Dann befinden wir uns an einem
Fahrradkapellenweg, der 16 schöne alte Kapellen und Kirchen im alten Amt anfährt. Die Leute sollen kommen. Wir haben keinen Zaun um diesen Garten herum. Er ist frei zugänglich für alle, die hier mit dem Fahrrad oder zu Fuß langkommen oder zum Friedhof gehen. Sie sollen sich den Garten ansehen, sie sollen sich an den Blumen erfreuen. Es sind exotische Blumen dabei. Und wir haben ein paar Bänke, auf die sie sich setzen können und wo sie sich ein bisschen besinnen sollen. Also in dem Sinne soll es ein Garten zur Besinnung sein. Dass er nebenbei nur biblische Pflanzen hat, ist eigentlich das Beiwerk. Sie sehen hier noch den Bohrturm von 1882, 84 ist er dann in Betrieb genommen worden. Sie sehen hier die alte Technik, die aus dieser Zeit stammt, auch die elektrischen Motoren aus 1920. Sie sehen dann den Sohlebehälter, das Highlight, dass man hineingehen kann. Es sieht sehr urig aus. Wir haben dann Beschilderungen zur Saline und auch hier vor Ort Informationen gegeben, um praktisch auch Besucher, die jetzt vor Ort sind, wenn nicht geöffnet ist, auch Informationen zu geben. Aber unsere Saline wurde 1686 gegründet auf Geheiß des Kurfürsten von Hannover. Und das war nun so bekannt, unsere Saline, das Salz wurde bis nach Afrika geliefert und hier durch ganz Deutschland. Das war das weiße Gold und unsere Vorfahren haben da ihr Geld mit verdient und haben wir gesagt, unseren Nachfahren wollen wir jetzt mal zeigen, wie unsere Vorfahren gearbeitet haben hier in der Saline. Und dann haben wir alles nur Mitglieder vom Heimatverein, wir hatten damals 200 Mitglieder und alle, die mithelfen wollten, die sind gekommen und haben mitgeholfen und dann ging das ruckzuck in einem Sommer, da stand dann alles, war fertig. Und nun können Sie sich das nochmal ansehen, wie hier gebohrt wurde, wie es runterging, der Motor. Und das bewegt sich hier alles. Es läuft genau noch so, sagen wir mal, wie 1850. Und das zeigen wir jetzt hier unseren Besuchern hier, die aus der Nachbarschaft kommen. Die sagen, Mensch, das wussten wir gar nicht, was hier so los ist. Und sie kommen von Hannover und sonst woher, um sich dieses hier anzusehen. Und wir sind froh, dass wir das geschaffen haben. Es sind sehr viele sehr gut erhaltene Fossilfunde gemacht worden, weltweit einmalig, aus einer Zeit, die 3 Millionen Jahre zurückliegt und vor allen Dingen einen Blick in eine Zeit gibt, die vor einer großen Klimaveränderung stand, nämlich vor der letzten großen Eiszeit. Und deswegen haben wir an der Stelle weltweit den besten Blick in eine Zeit, die wir sonst nicht erschließen können. Grundvoraussetzung dafür war das Salz im Boden. Wir haben hier in größeren Tiefen Zechsteinsalz. Das ist, ich sag mal, an diesen Teich eingedrungen, hat für bestimmte chemische Bedingungen gesorgt. Der Teich war tief genug, dass das Wasser da unten sehr sauerstoffarm war und beides zusammen und noch die Hilfe von bestimmten Bakterien hat dafür gesorgt, dass diese feinen Bänderungen in dem Becken entstehen, in dem sich diese Fossilien überhaupt bilden konnten. Es fanden sich viele Gleichgesinnte zusammen und wir haben dann ein Projekt im Ortsrat eingebracht, Zukunftssalz der Helden, mit der Überlegung, wie können wir unseren Ort attraktiver für die Zukunft fit machen, lebens- und liebenswerter machen. Es ergaben sich 10 Punkte, die wir für diesen Ort entwickeln wollten, als Highlights. Und eines war einfach dieser Naturerlebnisraum Dorenberg. Ich mag das mal aufgreifen, Naturerlebnisraum. Natur sind die vielen seltenen Pflanzen, Blumen, Schmetterlinge, die hier sind, Erlebnis. Ich hoffe, dass wir mit den Einrichtungen, die wir hier gemacht haben, erreicht haben, dass es jeder erleben kann. Dass er auch mal rechts und links guckt und mit den Informationen, die auf den Tafeln sind, er die Natur anders erleben und wahrnehmen kann hier vor Ort, die hier sehr selten ist. Und Raum ist halt die alte Kulturlandschaft. Die alten Obstbaumbestände, die hier sind und die Trockenrasen, die daraus entstanden sind. Ja, und durch diese vielen speziellen Lebensräume sind hier ganz viele seltene Pflanzen und Tiere zu entdecken. Ja, vor einigen Jahren haben wir in Asch einen Arbeitskreis gebildet, der sich zum Ziel gesetzt hat, den Bevölkerungsrückgang
dörflichen Regionen, natürlich insbesondere hier in Asche, aufzuhalten und verschiedene Projekte anzupacken. Ein Projekt war natürlich für uns ein großer Glücksfall, nämlich ein Bioenergiedorf zu werden. In unserem konkreten Fall sind rund 75% unserer Bevölkerung an ein sogenanntes Nahwärmenetz angeschlossen. Das wird zentral betrieben in einem Bauwerk, wo sich ein Heizkessel befindet, wo unter anderem Wärmeüberschuss, die sich aus einer Biogasanlage, die sich in der Nähe dieses Betriebsgebäudes befindet, erzeugt wird und so durch dieses Nahwärmenetz ca. 60 Wohnhäuser bei uns im Ort mit warmem Wasser versorgt wird. Die meisten der Projekte, für die eine Förderung beantragt wurde, wurden zum Ende der Förderphase 2013 abgeschlossen. Dennoch hat die regionale ländliche Entwicklung im Harz-Weserland erst begonnen. Wir stehen jetzt am Beginn einer neuen Förderperiode, einer neuen LIDA-Periode. Diese wird dann erfolgreich werden, wenn sowohl die, die bislang schon engagiert mitgemacht haben, weiter mitmachen, aber auch all diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die gute Ideen haben, die möglicherweise bislang noch nicht darüber nachgedacht haben, an diesem Prozess teilzunehmen, in Zukunft auch an diesem Prozess teilnehmen. Wir müssen unseren ländlichen Raum positiv darstellen. Das können wir mit Projekten gemeinsam machen. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Und wir haben die finanziellen Mittel einer neuen Förderperiode vor Augen, sodass wir, glaube ich, auf einem guten Weg sind, wenn Sie alle mitmachen, diejenigen, die bisher mitgemacht haben und die in Zukunft Interesse am LIDA-Prozess haben. Ich würde mich freuen, viele, viele Bürgerinnen und Bürger in diesem Prozess begrüßen zu können. Musik.